Hallo und herzlich willkommen zu einem etwas ungewöhnlichen Livestream oder vielmehr zu einer etwas ungewöhnlichen Aufnahme vom ETS2 im Multiplayer. Mit dabei, wie ihr unschwer in meinem kleinen Rückspiegel sehen könnt, ist der Fumpi. AKA die Nervensäge. Oder die Nervensäge. Dabei ist zusätzlich der Firefighter, mein Thumbnail-Ersteller. Ja, alias Parkour-Time. Oder so. Und mit auch nur, gut, ich meine, Firefighter spielt schön entspannt den ATS, weil er es mit seinem ETS-2 nicht auf der Kette kriegt. Und auch nicht die Ruhe und nicht die Geduld dazu hat. Es geht dann geradeaus Richtung Bremen, Hannover, Osnabrück weiter. Kommst du den Berg hoch mit deinem scheiß schrottigen Scania? Ja, wenn du mit deinem Bleifuß nicht so weg. Hallo, 90? Hä? Deutsche Straße, 80? 90? 80? Guck mal auf die Geschwindigkeitsschild. Wann interessiert mich das? Begrenzer, Autobahn, voll durchtreten. Und die Polizei ist an der nächsten Höhe, können sie raus, hä? Ja. Es geht Richtung Amsterdam weiter. Also nicht nach Rotterdam zu fahren? Nein. Alter, du kannst doch nicht so abbremsen. Wenn die Herrschaften vor mir hier nur Scheiße bauen, was im ETS2 nichts Neues ist. Du bist aber nicht hinten drauf, oder? Willst du wissen, wie viel Zentimeter noch Platz waren? Minus 3? Nein, es ist zum Glück eine positive Zahl. Es ist eine positive Zahl, also 0. Es ist keine Integerzahl. Okay. Bitte schreibt es in die Kommentare, wenn ihr ungefähr erraten könnt, wie, welche Zahl die kleine Fumi meint. Ja. 0,02. Hey, da hat's einer erfasst. Und ich hab nicht geguckt, ich hab's jetzt echt geraten. Kunststück, musst du eigentlich tanken? Ich habe voll getankt. Du hast es voll getankt, gut. Weil, war eine Tankstelle. Ist das schön. Was ist schön? Dass ich ganz normal spielen kann. Weißt du, der Arthur ist. Der ist auch schön. Mag ich auch gerne. Ja, nee, ist klar. Und dabei ist natürlich auch der Spyro, auch wenn er heute offline nur oder akustisch nur irgendwie dabei ist. Ja, ich bin nur akustisch dabei. Mhm. Und da haben wir im Hintergrund schon einen LSM Map Tester gesehen mit seinem Auto. Gibt's das mittlerweile auch? Pumpi, wo bleibst du? Ich bin hinter dir. Ja, und fährst die ganze Zeit schön entspannt mit 80 oder was? Nee, jetzt die 90, damit ich überhaupt dran bleibe, du Bleifußraser. Ich habe den Begrenzer an. Ja. Ich fahre nur mit 90. Guck auf die Straßenlimits. Ansonsten würde der BAG mal gehörig auf die Kante steigen. Dann BAG. Was ist zum Teufel BAG? Bundesanstalt für Güterverkehr. Also eine Anstalt, die war vollkommen überflüssig ist. Okay. Außerdem, wenn es dir gefällt, LKWs fahren zwar 80, aber in 99,99999999999% fahren sie mit 85. Einigen wir uns auf 85? Ja, ne? Also ich halte jetzt Nadel 85. Habe okay? Ich auch eingestellt. Jetzt aktuell, das heißt, du wirst ein bisschen näher kommen müssen, damit du mich einholen kannst. Was?
Und vor mir fährt einer, der hält ungefähr den gleichen Abstand wie ich. Mhm. Okay. So. Und ich bin jetzt mit 85 im Sicherheitsabstand. So. Ein Sicherheitsabstand. Und mich überholt ein Auto? Bei einer Vorweise braucht man einen. Geht das schon wieder los? Ja, cool. Wir sind, waren hier die Einzigen, die sich beschwert haben. Yay. Geht das schon wieder los? Ich meine, der... Immer, ständig. Ich meine, dieser Assi hat sich schon im ATS darüber mokiert, dass ich angeblich Scheiße fahre. Tu ich nicht. Wusst du? Nein? Nein? Ich fahre anständig. Mit 90 gegen den mit 90 gegen den Leitpfosten. Der Witz des Jahrzehnts? Des Jahres, Sven, ja? Das wird schwer, das zu halten. Aber ich fahre anständig. Warum glaubt mir das keiner? Warum glaubt mir das keiner? Weil wir Augen haben. Das sagt der eine, der nur akustisch dabei ist, der andere, der hinter mir fährt, der kann es jetzt gerade beurteilen. Fahre ich anständig und wer du sagst, ist irgendwas Falsches. Aktuell. Wer du sagst, irgendwas Falsches. Aktuell sag ich nur dazu. Ja, besser als gar nichts. Was eigentlich, also eigentlich ist heute der, eigentlich war es geplant, dass heute der ATS aufgenommen wird. Aber wie ihr schon auf der Facebook-Seite gelesen habt, habe ich ein kleines Problem mit meinem System. Und zwar, da sind offenbar irgendwelche SATA-Ports hinüber, die mich wirklich ausbremsen. Die bremsen mich wirklich extrem aus, also geradeaus weiter, ne? Jojo. Ich folge dir. Ich habe genug Zeit zum Reagieren mit dem Sicherheitsabstand. Also ich lege gleich mit Sicherheit irgendwie, jedes Mal, wenn du irgendeinen Piepston drüber legst, jedes Mal, wenn du Sicherheitsabstand sagst, lege ich entweder einen Piepston drüber oder einen Counter. Ja. Also wie gesagt, da habe ich offenbar irgendein Problem mit dem SATA-Port und das bremst natürlich verständlicherweise das Aufnahmeverfahren extrem auf. Und das nennst du Sicherheitsabstand? Es sind 3 Sekunden. 3 Sekunden. Ah ja. Ah ja. Ja. Ah ja. 21, 22, 23 und jetzt passiere ich erst die Brücke. Jetzt passierst du erst die Brücke. Bilderbrücke. 3 Sekunden Abstand. Okay, die Brücke passiere ich jetzt. Und jetzt passiere ich die andere. Das waren aber 2 Sekunden nur. Ist auch 2,5. Und zu mir sagen, meine Fahrweise ist verkehrt oder kaputt oder whatever. Ah ja. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Also wenn ich sehe, wie manche andere Sicherheitsabstand halten, wo nicht mal eine halbe Sekunde dazwischen liegt, ne? Also ich habe einen Sicherheitsabstand auf meinen Vordermann von, ich würde so auf 5 bis 10 sagen. Ist das ein Wunder, wenn der 5 km schneller fährt wie du? Du hast eine schöne Hupe. Du hast eine wunderschöne Hupe. Drück doch einfach mal Tipp, da kannst du ja genau sehen, wie weit der vor dir ist. Ich bin 60 Meter vom unseren Guten hier entfernt. 60 Meter? Und das ja. Traust du dich sozusagen? Guck jetzt mal nach. Meter. Es sind 67, 68 Meter. 70 steht hier. 68, 69. 70 jetzt. Und ich habe zu meinem Vordermann einen Abstand von 88 Metern.
Ja, siehst du mal. Ja, das ist ein vernünftiger Abstand. Ja, das ist ein vernünftiger Abstand. Nicht das, was du fälschlicherweise als Abstand bezeichnest. Ja, nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, der leckt übrigens extrem vor mir. Ja, nicht nur der, du auch ab und zu mal. Und der kreuzt auch gerne mal so die Fahrbahn. Übrigens, du hast, also der hat ein paar Millisekunden plus mehr wie wir. Was hat er? 42, aber ich habe 16. Bei mir hast du 27. Sowas ist aber auch normal, ne? Ah, ich will schon. Vom Server zu Server ist schon. Genau, die Serveranbindung. Wieso ist auch der Server leckt ganz einfach? Ja. Weil dadurch, dass jetzt offenbar auch Autos dabei sind, sind auch viele natürlich auf dem EU2 jetzt gerade aktuell unterwegs. Ja, über 2000. Und wahrscheinlich mehr als genug Leute, die schon eigentlich ins Bett gehören in die Zeit. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. By the way, Firefighter. Entschuldigung. Ja. Du hast die Autos schon angetestet. Ja. Erzähl. Also, ich muss erstmal was dazu sagen. Und zwar, es gibt so tolle Polizeiskins oder auch so für Zivilfahrzeuge quasi Sirenen, die man sich aufs Dach stellen kann. Mhm. Oder Pilotenskins, das ist halt so zum Beispiel für Konvois. Ja. Das würde ich nicht benutzen, weil dann wird man gekickt. Also bei den Piloten... Sachen nicht zwingt, aber bei den Polizeisachen wird man gekickt, weil das ist halt nur für Admins und das ist mir selbst auch schon passiert, dass ich dabei gekickt wurde. Aha, und, okay. auf jeden Fall, ich habe jetzt ein bisschen die Autos gefahren mit dem Controller und die Twax lassen sich zum Beispiel. Wir fahren sehr, übrigens jetzt ab. Und die Autos, das ist. Ich kann das sehr schlecht damit steuern, weil die sind halt ja sehr schnell, aber ja. Das ist halt, ich kann das nicht so gut steuern damit. Frickelig wahrscheinlich. Und die. Hä? So ein bisschen frickelig, also die Steuerung ist ein bisschen unsauber, tipp ich mal, ne? Ja. Vom Gefühl her. Außerdem sind die Stoßdämpfer von den Trucks übernommen. Das heißt, wenn du einmal beim Bordstein fährst oder so, und nicht bremsen, der ne? Wagen springt dir quasi wie mit so Sprungfedern einfach weg. Und sonst sehen die aber auch eigentlich sehr, sehr schön aus, finde ich. Und ja, also in dieser Hinsicht sind die schon okay, aber ich kann die selbst nicht gut steuern. Okay. Also Steuerung würde ich eher sagen nein, aber Aussehen und die Idee dahinter finde ich eigentlich ganz cool so. Also ich persönlich, gut, ich hab's jetzt, meine Fresse, macht der einen Schlenker. Ja, das leckt aber auch wie Sau gerade. Nee, der fährt hier ein Schlenker nach dem anderen. Ja, bitte. So, als wenn er nicht wüsste, wo er hin müsste. Ja, vielleicht, wie gesagt, du hast das Leck übersteuert und dann... keine Ahnung. Weil wo wir jetzt um die Kurve sind, das hat gezuckelt wie sonst was. Okay. Da habe ich er ist wenigstens abgefahren. Wenigstens etwas Gute. okay, aber also sagst du selber von wegen mit dem Autos rumfahren ist es gewöhnungsbedürftig. Ich ja, also ich habe mir das ja auch extra gekauft und so. Also ich finde das jetzt über kein Mal zum Spaß so ein bisschen antesten und so, aber ich selber finde, das ist jetzt nicht lohnenswert, weil ja, ich komme damit selbst nicht klar und. Achtung, einer von hinten. Ja, habe ich gesehen. Also ich brauche es nicht so. Ich meine, ist ja immerhin auch noch ein Truck Simulator und ne, eben. Wenn dann die ganzen im Multiplayer dann mit dem Auto rumdüsen, ne?